Hallo Fitnessfreunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Lange her, dass ich das letzte Mal ein Video gemacht habe. Das liegt daran, dass ich in letzter Zeit sehr, sehr viel privat zu tun hatte, viel Stress hatte. Ich habe sogar wegen dem Stress Herpes mal wieder bekommen. Passiert mir immer wieder, so 2-3 Mal im Jahr, egal. Aber meine Leidenschaft führt mich immer wieder auf YouTube zurück. Ich mache das gerne und deswegen freue ich mich übertrieben, endlich dieses Video für euch zu drehen. Heute geht es nach Thailand. Gleich geht's erstmal zum Flughafen in Hamburg und dann. So viel Gepäck mit, aber natürlich die Verpflegung vergessen. Also ich habe leider unvorbildlich kein Food Prep gemacht, deswegen musste ich mir jetzt eine Laugenstange holen für nur 4,20 Euro. Ich habe mir den extra für die Reise geholt, so einen richtig geilen Reiserucksack. Ich habe da sogar Proteinpulver drin und das ganze Equipment, Kamera-Equipment und so. Und natürlich meine lieblingsgemütliche Hose. Mit der kann man nie was falsch machen, egal ob beim Training oder beim Fliegen. Und jetzt suchen wir mal den Amas-Flieger. Ich glaube, da hinten steht er. Der erste kurze Flug ist überstanden, war entspannt. Ich habe noch ein bisschen geschlafen, weil die Nacht war kurz. Jetzt gibt es ein bisschen was zu essen. Und zwar diesmal esse ich keinen Burger, sondern hol mir irgendwie was Gesundes. Und dazu gibt es einen Eistee. Flugzeugessen, beste. Nach ungefähr 8 Stunden Schlaf gibt es jetzt geiles Frühstück. Einen Kaffee habe ich auch noch bekommen. Und wir haben minus 53 Grad. Kein Wunder, dass du frierst. Kennt ihr diese Luftlöcher? Ich bin zwar echt voll geschwitzt vom Flug, aber Hose immer noch on fleek. Und wir sind angekommen. So sieht das in Thailand aus. Erster Eindruck, Regenzeit haben wir. Deswegen ist es ziemlich schwül, also es sind 30 Grad. Es sieht echt kalt aus, so wie in Deutschland, aber ich kann euch sagen, es ist warm. Oh mein Gott, ey, mein Herpes hat echt kein Craft, ey. Das Hals zwar gerade, aber gerade wenn es Hals sieht es am schlimmsten aus. Die App, die wir haben, heißt Grab. Da unten rechts kann man Cash zahlen oder mit Karte und da wird euch der Preis immer angezeigt, sodass die Taxifahrer euch nicht abziehen können. Die Fahrt jetzt zum Hotel, wir fahren 25 Minuten, 700 Baht, also man muss das durch 35 teilen, also 20 Euro und Handykarte 17 Euro. Also das haben wir bisher bezahlt, also ich würde sagen nicht ganz so günstig. Ich glaube, jetzt müssen wir erstmal tanken. Das ist unser Taxifahrer. Wo, in dem Bus? On the road, you can see. The chicken. Chickens on the road. Der Taxifahrer telefoniert erstmal mit seiner Mom. So, da wären wir. Das ist unser Apartment. Bisschen was vorbereitet. Schlafzimmer, Badezimmer. Schön sauber. Teilweise sogar sauberer als in so manchen Hotels in Deutschland. Einen Balkon haben wir auch. Und sogar ein Volleyballfeld. Nüsse magst du am liebsten, ne? Sieht echt genauso aus wie auf den Bildern im Internet. Hier ist so ein Infinity Pool, mega geil. Hier machen wir auf jeden Fall was mit der Drohne. Denn in Thailand ist es Gott sei Dank nicht verboten. Ich würde sagen, es ist gut klimatisiert auf jeden Fall. Beine, Schultern, Rücken, Bauch, Bizeps, altes Bankdrücken, Kabelform, Hantel. Wir haben hier bis 30 Kilo. Hier gibt es noch ordentlich olympische Gewichte. Also ich würde sagen, damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Das war mir echt das Wichtigste im Urlaub, dass ich ordentlich trainieren kann. Ich bin ja auf Diät und ich tue alles dafür, um keine Muskeln abzubauen. Deswegen muss ich hier richtig hart reinhauen und vor allem die haben eine Klimaanlage. Das heißt, die Luft ist geil, nicht wie draußen. Draußen ist ein bisschen schwül wegen der Regenzeit. An Supplements habe ich mir Folgendes mitgenommen. Natürlich Whey-Protein, Kreatin, Gerstengras. Das ist das neue Produkt von MyProtein, stelle ich euch gleich vor, beziehungsweise probiere ich gleich vor der Cam. Omega-3 natürlich, Alpha-Man und ein paar Cookies. Wo sind denn Gläser hier? Hä? Die haben Kaffee hingestellt, aber keine Gläser.
mach hier jetzt nach einem langen Flug erstmal 2 Scoops Impact Whey Isolat Blueberry, dann meine täglichen Subs und dann probiere ich Ding hier. Beim Gerstengras habe ich bewusst diesmal das Pulver mitgenommen und nicht die Presslinge, weil davon kann man einfach mehr nehmen. Also da muss man halt nicht so viel schlucken, sondern ein Scoop entsprechen dann schon so bestimmt 5 Presslinge oder 6. Es kommt einfach in meinen Shake mit rein für die Mikros. Dann habe ich direkt Proteinpulver und Mikronährstoffe, beides in einem Shake. Ja, ich trinke das nicht so gerne mit Wasser, dann schmeckt man es raus, so schmeckt man es nicht raus. Jetzt probiere ich den My Amino Energy Drink. Wie der Name schon sagt, der soll halt Energie geben. Kann man als Pre-Workout nehmen. Hier steht aber auch drauf, dass man ihn auch während des Trainings, nach dem Training oder auch einfach über den Tag verteilt nehmen kann. Warum? Weil hier zwar Koffein drin ist, aber nicht so viel. Also wir haben 140 Milligramm grüner Kaffeeextrakt, 100 Milligramm Koffein und 78 Milligramm grüner Tee-Extrakt. Also wenn man das kombiniert, ist es natürlich ein bisschen mehr, aber nichtsdestotrotz kann man das halt so anstatt einen Energy Drink zu sich nehmen. Wir schauen mal zusammen drauf, was die Inhaltsstoffe hier von diesem Drink sind. Also auf jeden Fall haben wir schon mal, was ziemlich gut ist, Leucin, also die 3 BCAAs. Dann haben wir Taurin, Arginin und Citrullin. Ich trinke meistens einen Kaffee, wenn ich wach werden will. Und so hat man halt nicht Bock auf diesen bitteren Kaffeegeschmack, sondern halt auf einen erfrischenden Drink. Und das hat mein Protein hiermit erstellt. Ihr könnt es gerne probieren. Ich werde es auch probieren, jetzt über den Tag verteilt. Ich werde es auch Pre-Workout probieren. Das Schwierige bei Aminosäurenprodukten ist, dass die schmecken. Weil Aminosäuren an sich so bocken überhaupt nicht vom Geschmack her. Ich weiß, dass BCAAs gerade sehr umstritten sind. Das hier sind aber keine BCAAs, sondern wie ihr gesehen habt, verschiedene Aminosäuren, ein paar Stimulantien, Vitamin C, ein bisschen auch was für einen Pump. Und Leucin finde ich voll cool, so 1,5 Gramm pro Portion. Man kann auch 2 Portionen natürlich nehmen. Pre-Workout, da hat man gleich 3 Gramm Leucin. Vor allem für Leute, die nicht so viel tierische Produkte essen, würde es schon Sinn machen. Bisschen säuerlich, bisschen süß, schmeckt so nach Ananas, schmeckt nicht zu künstlich. Ich würde noch ein bisschen mehr Wasser nehmen nächstes Mal, dann ist es nicht so süß. Ich baue euch einen Link dafür, dann könnt ihr es gerne ausprobieren. Neues Produkt von MyProtein finde ich zumindest sehr sinnvoll. Ob es auch gut wirkt, werde ich jetzt in den nächsten Videos ausprobieren und euch berichten. Und schaut auf jeden Fall auch in meine Instagram-Story, dort mache ich auch sehr viel solche Sachen. So, genug gelabert, jetzt geht es erstmal ein bisschen Thailand angucken. Alter, das Wasser ist todesgeil. Und ich muss sagen, die Wellen sind auch herrlich. Ich liebe Wellen. Nach einem schönen Bad im Meer, Ozean. Jetzt bin ich mir selbst nicht sicher. Ich habe gesagt, Indischer Ozean. Schreibt mal in die Kommentare, was in Phuket das hier ist. Nach einem schönen Bad fühlt man sich gleich viel besser. Flug war anstrengend, also man kriegt Bewegung rein, die Wellen hauen dich um, du musst Gleichgewicht halten, du machst quasi Mobility im Wasser. Gleichzeitig ist das Wasser warm und das Salz des Wassers reinigt alles, zum Beispiel hier, voll gereinigt worden. Ich denke, in ein paar Tagen ist das weg. Wenn du aus dem Wasser kommst, ist die Luftfeuchtigkeit fast genauso hoch wie drin, deswegen ist nie kalt, also gar nicht, ist auch nicht windig. Und ich liebe es, wenn es Wellen gibt. Sind zwar jetzt ein bisschen kleiner geworden, aber auch, guckt euch die Farben an, ey. Ohne Color Grading und mit Color Grading. Mega heftig, oder? Mittlerweile ist es hier schon 19 Uhr geworden. In Hamburg ist es gerade mal 2. Wir haben immer noch nichts gegessen. Waren jetzt die ganze Zeit am Strand chillen. Ich habe so Hunger, ne? Und ich sag euch, die Dinger retten Leben, Alter. Die schmecken souverän. Ich habe maximal viel davon mitgenommen, bis meine Tasche voll war. Aber bitte nicht kaufen über den Link unter meinem Video, weil sobald ich die Shoutoute, sind die immer sofort ausverkauft. Allererstes Restaurant in Thailand und allererstes Restaurant in Asien überhaupt. Also ich liebe thailändisches Essen, aber wie es in Thailand selber schmeckt, erfahre ich jetzt am eigenen Leib. Dreimal ist unfair.
Einmal dürft ihr raten, wer dieses Restaurant ausgesucht hat. Das ist ehrlich ein Winnie-Pooh-Restaurant. Nicht ihr Ernst. Nein, die haben Mango-Sticky-Rice, Digga. Das habe ich in L.A. gegessen, wo ich mit Misha, Patrick und Sophia essen war. Wer kennt das Video noch? Geil, Mann. Was haben wir hier? Hähnchen, Curry. Oh, hier werde ich auf jeden Fall Nudeln. Pad Thai ist das, glaube ich, krank. Also hier werde ich auf jeden Fall fündig. So ein Menü kostet so 120 Baht. Das sind so 3,50 Euro, 4 Euro ungefähr. So, einmal Neles Vorspeise, beziehungsweise zweimal Neles Vorspeise und einmal meine Vorspeise. Zum Hauptgang gibt es einmal Pad Thai. Und für mich, endlich kann ich auch essen, rotes Curry mit Reis. Ich mag auf jeden Fall scharfes Essen, aber ich merke, scharf in Thailand bedeutet was anderes als scharf in Deutschland. Diese kleinen Dinger, diese Chilis sind so fies, ne? Nachtisch, einmal hier frittierte Banane mit Honig. Und ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht, ich konnte nicht widerstehen. Einmal Mango Sticky Rice, diese Kokoscreme sieht... Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Sieht so ein bisschen aus wie etwas Bestimmtes. Guten Morgen, Fitnessfreunde. Neuer Tag, neues Glück, wie ich immer sage. Und erstmal geht's natürlich ins Gym. Hier hat jemand gute Laune. Erste Trainingssession in Thailand. Mal schauen, wie es wird. Ich habe die Sony mit. Ich werde heute das Training mit der filmen. Das heißt, falls ihr eine geile Qualität bemerkt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Nele wird mich filmen, professionelle Kamerafrau, richtig motiviert, Mann.